Dominique, Monsieur, Dame, Septerne aus Sacre de la Chorale Profane. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu diesem Podcast. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich habe mir ein Wörterbuch gekauft vom französischen Staatsverlag Larousse. Larousse Advanced Dictionary New Edition French English Anglais Français 400.000 Translations. Das ist dieses Buch hier. Und in diesem Buch gibt es einen mittleren Kulturteil und nach Milestones of the English Language, Jalon de la Langue Anglaise, gibt es jetzt Milestones of the French Language, Jalon de la Langue Française. Und ich bin nach Latin, the language of the university, le latin langue universitaire, bei elegant conversation, parler illégalement angekommen. Der Text ist auf Französisch und auf Englisch. Ich fange mit Englisch an. Elegant conversation. In the 18th century, the salons presided over by the précieuses were attended by the cream of high society. These cultured women helped to purge the language of clumsiness and vulgarity, but their quest for ingenious modes of expression sometimes led to ridiculous situations. Parler élégamment. XVIIIe siècle, les salons animés par les précieuses réunissaient les personnes du meilleur monde. Ces femmes cultivées ont aidé à éliminer de la langue lourdeur et grossièreté, mais ces recherches du langage ingénieux les a menées parfois jusqu'au ridicule. Es ging ja darum, vulgäre Sprache zu vermeiden. Diese Vermeidung führte manchmal zu ridiculous oder ridicule, zu sehr peinlichen Situationen. Oder nicht gewünschten Situationen. Was mir an diesem mittleren Kulturteil sehr gut gefällt, sind die Abbildungen von historischen Quellen. Und hier ist es eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Es könnte ein Kupferstich sein oder ein Holzdruck oder irgendwie sowas. 18. Jahrhundert könnte es schon ein Kupferstich sein. Ich weiß sowas nicht. Ich vermute das. Da gibt es eine französische und eine englische Unterschrift. Ich fange mit der englischen Erklärung an. A courtier and the lady. A courtier. Achso. A courtier and a lady drinking chocolate engraving by Nicolas Girard. Das heißt, es ist eine Kupferschicht, eine Gravur. Das wird im 17th Century. Die 17. Siècle ist das. Un cavalier et une dame buvant du chocolat gravure de Nicolas Guillard. 17. Siècle. So, ich zeig's noch kurz und dann ist die Folge auch beendet für heute. Tschüss, beim nächsten Mal geht es um French during the Reformation, la réforme en français. Mit einem Porträt von Jean Calvin oder John Calvin, Johann Calvin, einem Schweizer. So, tschüss.